188er Versuch. Peace, Leute, was geht ab? Marcel am Start, neues Video! Und ja, Leute, heute spielen wir mal GTA 5, also GTA 5, Leute. Mit dabei ist der liebe Nick! Moin! Ja, man hat ihn gehört. Moin, hat er gesagt. Und ja, Leute, wenn da oben immer Mikrofon-Dings, ja, ich muss manchmal das Mikrofon rausziehen, weil es nicht mal richtig funktioniert. Also, mein Mikrofon funktioniert nur, sonst hört ihr ihn nicht. Bei manchen Worten kackt einfach mein YouTube-Player ab. Also, mein YouTube-Player ist dafür da, zum Halten, denn man Nick hört. Also, der YouTube-Player ist dafür da, man halt Nick hört dann und so, ne? Und ja, also, mancher kackt der ab und mancher muss ich dann halt sagen, ja, Nick hat das und das gesagt und mancher ziehe ich einfach Mikrofon raus, nur Nick hört mich dann nicht, aber ihr hört dann ihn, wenn er was sagt. Deswegen habe ich auch bei Instagram, checkt vorbei, ich heiße da Marcel_Jan01, checkt vorbei, wir haben Livestream gemacht, ich glaube so 54 Minuten oder sowas, eigentlich wollte nur 44, aber Leute, es hat 54 oder so, ein bisschen länger auf jeden Fall als 44 Minuten. Und ja, manchmal muss ich halt PC, deswegen musste ich da auch manchmal rausziehen, manchmal hat den Instagram-Player funktioniert, manchmal auch nicht. So Leute, ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an. Nick, bist du gehypt für das Video? Ja. Ihr habt's gehört, Leute. Er ist gehypt. Und, ja, Leute, ihr habt's gehört. Er ist gehypt. Und ja, Leute, ich bin auch richtig gehypt bei das Video. Ja, Leute, ich mach kurz Karte weg, Leute. Ihr seht, ich bin in der geile Luxusvilla eingezogen. Leute, ihr seht, ich bin in die geile Luxusvilla eingezogen. Wie ihr seht. Hier. Hier. Geile Luxusvilla, wo der Nick auch ist, ganz sicher. Ja, und ja. Dann würde ich sagen, ich gehe mal kurz raus, Leute. Das sieht von vorne aus. Ne? Ich weiß, es werden jetzt auch öfter GTA 5 Videos kommen, Leute. Keine Angst. Öfter Videos kommen. Ja, das ist mein aufgemotztes Motorrad, Leute. Sieht jetzt nicht aufgemotzt aus, aber wenn man damit fährt, merkt man es. Ja, das ist mein aufgemotztes Auto, Digga, in Gold. Das ist mein aufgemotztes Auto in Schwarz, aber hier hinten sieht man es ein bisschen und vorne sieht man es richtig geil. Und alles nur mit schwarzen Kennzeichen. Leute, wie ihr wisst, ich liebe schwarze Kennzeichen, deswegen. Also Leute, versteht mich jetzt nicht falsch, ne? Also was man eigentlich damit meint. Ich liebe nur die Farbe schwarz. Und wenn man schwarze Kennzeichen, Leute, ich meine nicht schwarz, also Betrug, ne? Kennzeichen, das mag ich nicht. Und ja, Leute, das ist mein Hund. Chop heißt Chop. Ne, so heißt er das, Job, ne? Job eigentlich heißt er, aber ich habe den jetzt einfach anders genannt. Also er hört, aber ich dachte immer, Job komm und dann mache ich so, machen als der so jetzt hinterherläuft, dann mache ich so als der Spike. Nee, Leute, pass auf, ich mache das sogar so. Ihr könnt entscheiden, wie der Hund heißt. Ich habe mir jetzt in GTA 5, wo ich mit Nick ganz gespielt habe, noch keinen Namen ausgesucht für ihn. Er ist jetzt Job, aber Leute, ihr könnt in den Kommentaren schreiben, entweder er soll so heißen, also ich schreibe dann diesen Namen. C-H-O-P, also Shop, in die Kommentare. Er sagt, schreibt dann einfach Shop hin. Also dann weiß ich, aha, ihr wollt mir Shop heißen. Oder ich schreibe einen anderen Namen. Und der Name, der ganz, also der öfter vorgekommen ist, der wird dann ausgewählt, Leute. Also viel Spaß dabei. Ja, aber Shop, ich kann so einstellen, der mir hinterherläuft, aber gerade läuft der mir nicht hinterher. Also jetzt in die Episode heißt er noch Shop, aber wenn ihr was ausgedenkt habt, ja, wenn ihr eine Idee hattet, dann wisst ihr es, ne? Und ja, okay, Leute. Und ja, wir wollen uns heute ein bisschen auf den Weg machen mit Nick. Also, Nick spielt an seine PS4 und ich spiele an meiner, ne? Ja. Ja. Dankeschön für die gute Laune. Und ja, Leute, ich könnte jetzt hier für ein Auto nehmen, aber das ist viel zu cool, viel zu schade zum Dings zu machen. Das nehme ich mal eben wann, Leute. Deswegen geht jetzt einfach auf Telefon, dann auf Kontakte, ne? Dann geht ihr auf Viereck, dann kommt das hier, die Nummer. Dann tippt ihr ein. Einmal die 1, dreimal die 9. Also einmal die 1 und dreimal die 9. Dann tippt ihr 2. Dann tippt ihr zweimal die 6 ein. So, Leute. Dann 3 und dann 8. Das ist so ein Cheat. Dann macht ihr well. Bam. Und schon habt ihr ein Auto gespawnt, Leute. Ne? Cheat aktiviert Comment. Comment heißt auf Deutsch Auto, ne? Und ja, Leute, jetzt kann ich einfach damit fahren.
Leute, der nächste Cheat, ihr seht jetzt, ich habe 28.379, Leute, ich habe mir das nicht gearbeitet, das Geld als gearbeitet, sondern ich habe es auch von Mission gekriegt, bestimmt $300 oder so, also $300, ja, immer, manchmal, kommt darauf an, welche Mission man hat, aber Leute, ich kann auch einfach, wenn es gibt so einen Bug, muss dann hier hin, die Leute, wo ich gerade markiert habe, markiert euch das hier, Leute, ihr könnt kurz ein Foto machen, da Leute, da markiert euch das da, macht ein Foto, genau, friest noch ab, ein bisschen weiter so, in nichts, da Leute, habt ihr es markiert, so, habt ihr genug gezeigt, ein Foto zu machen, und ja Leute, da ist unter Wasser, muss man ein bisschen weit schwimmen, da ist dann so ein Bunker, also kann man so sagen, so ein Schiff, das abgesenkt ist, ja, und da ist dann immer manchmal ein Koffer voller Geld drin, ne? Ne, Nick, hab ich recht? Ja. Ja, sagt er. Ja, Leute, und ich würde jetzt erstmal sagen, ich gehe jetzt erstmal. Leute, wo gehe ich hin? Ich gehe jetzt erstmal. Unschuldige Leute, umfahren, ich weiß nicht. sondern ich gehe jetzt erstmal zum Waffenladen und guck mal, haben die da neue Waffen? Oder neue Waffen habe ich freigeschaltet oder so? Ich mache mir dann nächste Episode und so. Aber es werden jetzt Teil, das ist jetzt GTA 5 Teil 1. Es werden jetzt mehrere Teils geben. Teil 2, Teil 3. Mit Nick, ohne Nick. Also wann er Bock hat und wann ich Bock habe und so. Jo, dachte. Und sehr gut. Leute, ich muss die Kopfhörer nehmen, sonst höre ich nicht. Warte mal kurz, Leute. Sonst höre ich nämlich nichts, die Sound und so. Und Nick, deswegen muss ich, also du hörst uns und so, Leute, also ihr hört mich und so, ich höre auch euch. Aber Leute, ich wollte da nicht das Spiel. So, jetzt, sag mal Nick was. Hallo. Gut, jetzt höre ich Nick wieder, perfekt. So, den Game Cut habe ich wieder nicht kurz gehört. Also, wahrscheinlich habt ihr ihn gehört, also wahrscheinlich habt ihr Leute den Nick gehört, aber ja, ich habe ihn nicht gehört. Problem auf. Jetzt ganz schön in mein Dissel zurückspannen und GTA 5 wieder spielen. Mit Nick. Natürlich auch. Wo? Mal gucken, wer neue Waffen hat. Leute, vor den Waffenladen wollte ich auch mal zeigen, Leute, ich habe schon ganz schön viele Waffen. Nick hat sogar noch mehr. Jetzt ist schon der Waffenladen, nicht zu weit von uns entfernt. Aus. Leute, ich habe so viele Waffen. Also hier sind auch noch versteckt runter. Ich habe immer diese Waffe, hier ist ja auch noch eine Waffe. Hier ist noch ein Raketenwerfer. Hier ist ein paar und eine kleine, große Farbe und eine kleine. Hier ist ein also Sniper. Hier ist Messer. Hammer. Au, das war Ohrenkret. Mach das nochmal bitte. Leute, ich glaube, jetzt habt ihr auch Ohrenkret. Also das war ein Hammer. Das ist eine Glas, also so ein von einer Flasche, so eine Glasscherbe. Das ist ein Schwert aus dem Säbel. Das ist ein, wie nennt man die? Also für die Finger, wie nennt man das, wenn man damit schlägt, was man an die Finger hat? Schlagring, genau. Und dann hier noch eine Marete. Nee, man nimmt den Schlagring, genau. Marete. Ist auch noch eine. Und ja, Leute, das war. Und hier ist die Faust. Ja, Leute, das habe ich alles. Ja, Leute, jetzt gehen wir mal hier rein. Zack. Hallo. Damit mit Dollar. Hallo. Vielleicht kann man ja unsere Waffen vielleicht auch ein bisschen aufbessern. Oder es gibt neue Waffen. Können wir mal unsere Pump hier aufbessern? Hier kann man da dann nicht, oder? Kann man hier irgendwas aufbessern? Ah ja, hier kann man was. Kaufen wir uns das, genau das. Ja. Das begann. Haben wir hier noch irgendwas zu reparieren? Was kann man noch machen? Tut mir leid, Leute. Verlegt das Babywein. Aber Leute, ich hoffe, euch hört das nicht. Ich hoffe, man hat auch nicht gehört, Kart. Und das Mikrofon hat gerade abgepackt. Nee, kannst ruhig das Mikrofon anmachen, keine Ahnung. Ich habe jetzt gerade so eingestellt, dass man nicht dich hört, okay? Alles gut. Ja, ich
gerade so angestellt. Leute, wenn ihr jetzt auf einmal Nick nicht mehr hört, ich habe es gerade so eingestellt bei mir hier. Erst wenn das Baby wieder aufhört zu schreien, ihr nicht wieder hört. Also ihr Nick wieder hört. Mich hört ihr noch, aber Nick nicht mehr. Also wenn Nick was sagt, ich sag euch, was Nick gesagt hat. Ihr hat gerade Jo gesagt. So Leute, jetzt haben wir erstmal unser schönes kaputtes Auto. Jetzt mal weiter, Leute. Ich konnte eine Waffe aufbessern und die Farbe konnte ich wechseln. Aber ich habe immer noch so viel Geld, Leute. Ich habe immer noch $24.662. Das Baby hat wieder aufgehört zu schreien, ne? Ja, ich weiß. Wegen immer, Leute, es war auch eben so. Wir wollten drehen halt. Und dann genau, wo ich auf Play gedrückt habe, auf einmal fängt es an zu schreien. Zu weinen. Zu schreien kann es so schlecht. Ja. Ich kann einfach auch so einstellen, ich kann mal kurz Mikrofon dann rausnehmen, wenn du was sagst und das Baby gerade nicht weint, okay? Und so ist er besser. Weil sonst nachher, wenn ich Mikrofon ja noch hört, sich ganz und dann auf einmal, wenn es wieder weint. Und ich kann es nicht so schnell ausstellen. Und du eben gerade auf Stumm gestellt hast. So Leute, ich würde sagen, wir holen uns jetzt mal ein paar Polizisten am Hals. Was machst du gerade? Machst du es auch? Ja. So Leute, jetzt hat man ihn kurz gehört, weil ich kurz das Mikrofon rausgenommen habe. Jetzt hat man kurz ja gehört. Und ja Leute, ich mache jetzt mal kurz ein bisschen rumballern, Leute. Also Leute, ich bin jetzt 9 Jahre alt, wie ihr wisst, und bald 10. Mein Vater hat es erlaubt. Er findet daran nichts brutal, ich auch nicht eigentlich. Auch wenn es ein bisschen mit Blut und so ist, Leute. Aber die Kinder, wie ich weiß nicht, in die Eltern zu wollen. Deswegen die Leute, ja, die halt Blut nicht sehen können oder so. Oder halt, bitte unter, die Leute, die unter so 11, 12, 13 dürfen es angucken. Unter 11, 12, 13 sind, bitte nicht angucken. Und die 11, 12, 13 sind, kurz angucken. Also wenn die Mutter ja sagt. Ja. Ich weiß ja nicht. Keine Ahnung, ist jetzt so blöd. Aber Leute, jetzt sind wir erstmal unter Raketenwerfer und schießen einmal. Jo, direkt ein Stern. Soll der Polizist mal kommen? Ne, ich habe es ausgelassen, nur wenn ich Mikrofon rausmache. Alles gut. Also wenn nochmal das Baby weint, was ich auch schon schön, alles gut. So, hey, ich habe gedacht, eben war es auch nicht mehr rum. So. Gut. Alles gut. Ich lasse es trotzdem aus, okay? Nur zur Sicherheit. Warte, ich baller ihn ab. Tut mir leid, Leute, ich muss das haben. Der hat sogar Geld gesprochen. Hey, was flirt er mich hier einfach an? Kleiner Spinner, kleiner Spaß, ne? Oha, sind die Polizisten, aber. Nächstes Mal, wenn ihr könnt ja schreiben, wenn ihr schon gut sehen dürft oder noch nicht oder keinen Blut ertragen könnt, dann mache ich für diejenigen das einfach aus. Fertig. Dann verblende ich das einfach. Oha, was? Dann verblende ich einfach nichts, Leute. Der Nick hat gerade was gesagt. Ja, moin. Munition kann ich mir immer wiederholen, deswegen. Symbol am Hals, Leute. Oh, nachladen. Ist der tot? Oh, schon. Okay, Leute, ich fahr kurz beim Polizistauto weg, mal ein bisschen fliehen. Nur wenn ihr wisst, Leute, ich spiele auf der PS4. Nur wenn ihr wisst. Ja. Kann auch den Serena machen. Nein, nicht. Sony mich auch hier. Vielleicht kann ich auch jetzt entkommen. Ich habe 4 Sterne, bald 5. Leute, ich will. Spot kommt jetzt auch. Ich will jetzt nicht 5 Sterne kriegt, Leute. In dieser Episode schon 5 Sterne. Lasst uns drinnen. Was? Ich bin gestorben? Leute, wie das? Was? Hä, wie habe ich das denn jetzt hingekriegt? Hey, der war noch ganz weit. Okay, nice. Das kann man sich mal leisten. Okay, Leute, ich wusste jetzt gerade gar nicht, wie ich gestorben bin. Aber danke schön dafür. Okay, Leute, ich muss kurz gucken, um die Aufnahme. Hey, schon 14 Minuten haben wir? Hey, Nick, hast du gedacht, wir schon 14 Minuten haben? Wir haben schon 14 Minuten.
Ja, moin. Hä, hat das die ganze Zeit auf? Hä? Also soll ja die ganze Zeit aufnehmen, hä? Hä, ich schwör grad, hä? Was ist das jetzt? Hä, ich hoffe es, das hat jetzt die ganze Zeit aufgenommen. Hä, ich hab jetzt... Ist egal, ich kann auch... Ich habe einen Daily Block, habe ich bestimmt 41 Minuten aufgenommen. Alles gut. Können noch ein bisschen aufnehmen. Alles gut, unter der Banane. So, ich würde mir mal wieder Bullen anschaffen. Also ich darf jetzt nicht so oft den Raketen benutzen, obwohl ich sehr viel Muni hab. Hä, wieso ist der direkt explodiert? Das wusste ich gar nicht. Weil ich benutze jetzt erstmal nicht mehr die Waffe, sondern auch mal eine kleine Schrotflinte. In Gold. Coole Schrotte. Kommen, stecken. Oder ihr seht, wie ich habe auch hier Granaten. Alles gut. Da haben geil angezogen, Leute. Das haben wir jetzt auch noch. Hoffe ich. Aber es hat alles eigentlich ganz gut aufgenommen, deswegen. Ja, Leute, also Pump benutzt bei Dings ja nicht. Die Waffe. Das ist eine schlechte jetzt Tarnung, nicht so eine gute Tarnung. Die können auch. Ja, super. Ich bin schon wieder tot. Okay. Warte, Leute, jetzt gehe ich. Genau jetzt gehe ich im Polizistauto. So, Leute, ich bin im Polizeiauto angekommen. Alles gut, ich muss gerade gucken. Ja, alles gut, ich bin gerade im Polizeiauto aufgenommen, Leute. Nee, alles gut, ich bin auch dran. Ich wurde noch nicht verhaftet. Nee, ich wurde noch nicht verhaftet. Ich kann 59 Minuten und 46. Irgendwie steht immer Streik, also weil ich gerade aufnehme. Und dann steht da Schrägstrich, wie viel ich noch aufnehmen kann. Ich kann auch 59 Minuten aufnehmen und 46 Sekunden. Also Leute, ich muss ein bisschen auf der Zeit einmal achten. Also bin ich immer umwechsel. Oh, ich habe einen Blattreifen. Nicht gut. Nicht gut. Leute, ein bisschen Polizist am Hals. Oh, scheiße, Leute, ich hab... Oha, oha, oha. Und nicht, wo ich verhafte, Leute. Ich lasse dich nicht verhaften. Wenn, dann lass ich mich erschießen, aber nicht verhaften. Was? Achtung! Oh, lieber ein bisschen Sirene an, Leute. Und die denken, die anderen, ich war Polizist-Auto. Na gut, bringt sowieso nicht, wegen Polizei verfolgt mich, aber vielleicht denken die, die kommen dann hierher. Wenn die gegen mich knallen, dann heißt das, der ist ein Räuber. Oh nein, oh nein! Ich schwöre, ich hab nicht gelenkt. Ich schwöre, ich hab gelenkt nach da, aber es hat nicht mehr gelenkt. Und ja, ich bin wieder gestorben. Außer Gefecht. Was? Durch eine Explosion. Ist ja Sommer passiert, nicht? Was? Dass du durch eine Explosion, du bist zu hart mit deinem Auto aufgenommen, dass, also aufgekommen, zu hart, dass das explodiert ist und du dann gestorben bist. Nice. Hä, wieso fahren die denn gegen? Hä, was? Stopp, so werden keine Kinder hier behandelt. Ja, dann geht die A5, Junge. Du scheiß Busfahrer, wie? Hä, was? Aber Junge, jetzt hab ich schon wieder einen Stern, weil ich, der Busfahrer war betrunken, Junge, der ist gegen eine Mauer gefahren, die ganzen Kinder haben geschrien, ich wollte sie nur beschützen. Ich hab wieder einen Stern, oder was ist das hier für eine Kacke, Alter? Kacke am Dampfen ist es jetzt, ne? Ja, Leute, dann gehe ich jetzt einfach hier schnell weg hier. Abzischen jetzt! Ich sehe die Marete, Digga, das gibt's Ärger. Zisch dir jetzt ab, Mann! Abzischen jetzt, los! Die Frau kann gegen mir laufen, aber der Mann kommt hier nicht ganz ohne Pferd davon. Oh ja. Du Chris, warte, schieß mit einer Pistole auf ihn. Boah, voll im Arsch, Digga. Sorry, Leute, das ist also voll im. Oh. Geschossen. Ja, moin. Oh, jetzt hab ich aus dem Weg erschossen. Okay, Leute, ich glaube, ich muss wieder eine ernste. Warte, Leute, ich nehme einfach jetzt. Ich gehe jetzt im Polizistauto, breche da ein. Ja, wie gesagt. Und mach jetzt so, als ich Krankenwagen. Mal gucken, die drauf reinfallen.
Ding ist. Ja, siehst du, die ganzen Autofahrer fahren zur Seite. Wie bitte? Ich werde von einem Krankenwagen überfahren. Das war. Das hat man sogar im Video gehört gerade. Ja, moin, Digga. Was? Hä? Ich hab keine Sterne mehr, weil die Polizisten gedacht haben, ich wäre ein Einsatzkollege. Leute, so geht's. Gute Ausrede. Nimmt einfach vom Krankenwagen einen Krankenwagen. Vom Krankenhaus einen Krankenwagen. So wollte ich eigentlich sagen. Nicht vom Krankenwagen einen Krankenwagen, sondern vom Krankenwagen vom Krankenhaus einen Krankenwagen und macht die Sirene an und fahrt so schnell. Und dann gehen erstens alle Autos von Seite, ihr habt Platz. Und zweitens, Leute, kriegt ihr dann mit Polizisten weg, weil die dann denken, du wärst von Krankenhaus, weißt du? Das ist voll gut, ne? Macht das auch immer so, Leute, dann. Dann nachher, wenn ihr dann die ganzen Sterne weg habt, dann könnt ihr nachher aufsteigen und dann irgendwo ein anderes Auto steigen. Hä? Leute, kann man hier in den Laden rein? Ah ne, Leute, pass auf. Warte, ich guck gerade, wie viele Minuten wir haben. Ja, schon wieder 4 Minuten. Hä? Okay, also Leute, wie gesagt, wir haben noch genug Zeit. Ja, Leute, also pass auf. Ich mache jetzt einen Banküberfall. Warte, ich lasse jetzt mir... Obwohl... Ja, warte, ich spawn mir gerade hier ein Auto. Wollte erst gerade sagen Taxi, aber dann... Alles gut, du brauchst dich nur stumm machen. Hallo? Leg es einfach gerade weg, Leute. Ja, alles gut. Du brauchst dich nur stumm machen. Man hört dich, wie gesagt, nicht. Ja, dann trotzdem auch stumm machen, Leute. Ist ein Ehrenmann. Und, ja, Leute, ich gehe mal kurz zum Waffenladen, Leute. Aber ich gehe nicht wirklich zum Waffenladen, sondern ich mache jetzt eine Banküberfall. Wegen da ist der genau, der Ding ist da. Ja, Leute, und danach, beim Banküberfall wird auch schon das Stand. Wir fahren wieder nach Hause und dann ist auch schon leider das Video schon wieder beendet, weil wir bestimmt schon wieder 20 Minuten haben. Wie gesagt, die Aufnahme ist eben gerade wieder abgekackt. Deswegen müsste ich wieder eine neue Aufnahme machen. Ihr merkt auch immer bestimmt, wo ich zusammenschneide und so. Manchmal sieht es aus, als ob gar nicht abgekackt wäre. Manchmal sieht es so aus, als ob es abgekackt ist. Und ja, deswegen. Aber Leute, ist nicht schlimm. Wie gesagt, schon mit meinen Schneidebekommen alles zusammenschneiden. Nicht schlimm. Ich hoffe, das ist jetzt die Dings. Aber Leute, ich gucke lieber nochmal der Karte. Ja, es scheint so sein, die. Ja, wenn es wird schon hier. Leute, halt! Haltet die Augen auf, wenn ihr schreibt in die Kommentare, habt ihr den Weg hin zum XR irgendwo eine Bank gesehen, wenn er gleich bei den Pistolenladen, also Waffenladen keiner ist, keine Bank ist. Wenn kein Bank ist, Leute, fahren wir einfach nach Hause und dann ist das Video so beendet, Leute. Aber ich will doch eigentlich ein bisschen Action Polizei haben, bevor das Video beendet gleich wird. Leute. Nice. Ich habe auch alles mit meinem Vater abgesprochen, Leute. Mein Vater hat gesagt, ist okay. Kannst du machen, wegen Leute. Ihr müsst wissen, Leute, ich sage jetzt mal ganz ehrlich, ich frage immer meinen Vater, bevor ich in ein Video drehe. Kann ja sein, dass ich halt davon kein Video drehen darf, weil ich jetzt erst nicht möchte, wegen, keine Ahnung. Einfach erst nicht möchte. Deswegen, Leute, aber ich habe ihn gefragt, es ist alles gut. Ich darf wegen ihn aus. Ja, aber ich bin falsch gefahren. Wegen Laberei ist nicht schlimm, Leute. Ja, Leute, wie gesagt, ich darf es machen für meinen Vater aus. Also müsst ihr mal ganz ehrlich wissen, Leute, ihr seid schon so lange Zuschauer bei mir und deswegen könnt ihr es einfach mal wissen. Ja, und die jetzt neu gekommen sind, ich weiß ja nicht, wie die jetzt neu gekommen sind. Ja, es sind ja jetzt 3 oder 4 neue gekommen, Leute, also für die auch jetzt. Ja, ich frag mal meinen Vater. Ihr könnt ja in den Kommentaren schreiben, ist es bei euch auch so, auch wenn ihr schon groß seid, fragt ihr mal meinen Vater. Wir fragen einfach jetzt mal, ist Nick bei dir? Also, Nick, bist du noch da? Hallo, Nick? Ja, wieso hast du stumm? Also, nicht stumm. Ich war nicht stumm. Hä, aber ich hab gedacht, diese wären in einem anderen Zimmer. Ja, schön, du hast doch gesagt, die wären in einem anderen Zimmer, das Baby. Keine Ahnung. Leute, hier soll doch irgendwo ein Laden sein. Ja, dann fahren wir mal kurz hier hin, Leute. Sorry, Leute, die ich gerade so blöd rumfahre. Sonst,
Ich fahre jetzt noch kurz dahin, Leute, wenn da kein Waffenladen, ab dem Waffenladen kein Laden ist, den man ausrauben kann, Leute. Ist gar nicht schlimm, dann hält sich mir noch mal so die Polizei auf die Kopf. Und dann ist das Video leider schon beendet, Leute, weil wir schon über 20 Minuten haben. Ja. Also nicht schlimm, ich kann ja 59 Minuten und glaube ich 46 Sekunden aufnehmen. Von daher ist alles gut, Leute. Alles gut. Ja, Leute. Vielleicht kommt morgen auch schon Teil 2, geht ja auf und ich habe morgen noch keine Planung. Aber ihr hört wieder Nick nicht, wegen das Bibelkopfbein. Ihr hört Nick nicht, alles gut. Nick brauchst auch nicht auf Stimme zu schalten, alles ist gut. Nur wenn du jetzt schon mal weißt, es ist alles gut. Also wenn du, ich sag dir dann, alles gut. Also ich sag dir dann immer Bescheid, ja, ich sag dann, also immer wenn ich höre, das Baby fängt an zu weinen, brauchst nicht auf Stimme schalten, ich mach schon so, dass, die Leute dich nicht mehr hören, okay? Du brauchst nie mehr auf Stumm schalten. Alles gut. Auch wenn es bei mir mal richtig heftig weint und wir machen kein Video, alles gut. Meine Ohren vertragen das. Was? Eben, dann ist es so. Okay, ist einfach kein Einkaufsladen, das geht ab. Wenn man vom Teufel spricht, ne? Das hab ich gesagt. Leute, weißt du was? Ich finde gerade keinen Einkaufsladen. Ist auch gerade. Warte, wir fahren gerade noch hoch. Ich denke nämlich gerade da oben. Ist nämlich ein Einkaufsladen. Immer vom Teufel spricht. Dann kommt es auch. Leute, siehst du? Ich glaube, dieser Laden hat nämlich ganz gut offen. Kann ich diesen Laden ausbauen? Dann kann ich auch rein. Ja, moin, hier ist überhaupt kein Laden. Stoffkopf. Ich hab gedacht, das ist eine Glaswand. Aber nee, habe ich mich falsch gedacht, ne? Falsch geschätzt. Ich hab gerade gedacht, mein Auto ist wieder repariert. Wieso auch immer. Ups! Wollte ich nicht. Gibt es ja hier keine Tankstelle mehr? Brauche ich gar nicht probieren, da kann ich nicht mehr. Also beim Rennen mitmachen, nee, will ich jetzt nicht. Nee, ist eine Aufgabe, will ich jetzt nicht machen. Alles gut, Leute, ich will mal. Ich will die nicht, alles gut. Ja, Leute, ich glaube, hier könnte ich reingehen. Wenn nicht, Leute, dann mache ich hier meine Polizei am Hals. Das ist doch gar nicht schlimm. Wisst ihr was, Leute? Ich weiß, wo ich... Wie spricht man das aus? Das STRIPCLUP Script Club. Ich kann das nicht aussprechen. Ich bin so blöd dafür. Ich bin so inkompetent dafür. Ja, alles gut. Ja, Leute, ich fahre jetzt kurz dahin. Dann rauche ich den Script Club aus. Ich muss erstmal die zwei Wachen da vorne ausschalten. Ich guck mal kurz. Ich laber eigentlich. Ich mache und nach. Wir haben schon wieder 11 Minuten. Bäh. Aber alles gut, Leute. Ja, Leute. Wir haben noch genug Zeit. Ja, Leute, auf jeden Fall. Wow! Was geht ab? Bitte hält mein Auto das durch. Oha, Leute. Diese schlimme. Ja, gut. Beifahrertür ist halt weg, aber. Leute, ist halt gar nicht schlimm. Alles gut. Oder wenn ich immer so schalte, tut mir leid, ich mag immer so Sicht, so wenn ich mit euch rede, mache ich so immer Sicht und wenn ich nicht mit euch rede, immer so. Manchmal mache ich auch so Angewöhnungssache, Leute. Ja. Leute, und ich kann mal kurz den Weg erklären. Dennis ist auch schon. Nick, darf ich mal kurz erklären, wie ich. Leute, es tut mir übelst leid gerade vor euch. Die Aufnahme hat einfach genau gerade gestoppt, wo ich eigentlich erklären wollte, wie ich die Luxusvilla bekommen habe. Und ich habe es einfach nicht gemerkt. Ich habe einfach gelabert. Ja, und der ganze Strip-Club, oder wie man es auch immer, Strip-Club, wo ich ihn überraubt habe. Ja, natürlich, hat es nicht aufgenommen, Leute. Deswegen nehme ich es für euch nochmal gerade auf, Leute. Tut mir leid, Leute. Nee, darf ich doch, oder? Hallo? Ja, darf ich doch, okay. Gut,
Leute, wegen die Bullen habe ich auch gerade verfolgt. Oh ne, ich habe falsch eingeguckt. Leute, die Bullen haben mich auch gerade verfolgt, ne? Und ich habe jetzt gerade gemerkt, dass die Aufnahme abgekackt ist. Ich habe gelabert, ne? Nick, stimmt das nicht? Ja. Ja, Leute, ich habe immer gelabert. Ja, und dann habe ich immer mitgekriegt, weil ich gucke mir die Aufnahme noch mal. Da habe ich immer mitgekriegt, dass die Aufnahme gestoppt hat. Ja, es tut mir leid, Leute. Es tut mir richtig leid. Direkt beim ersten... Dings da. Leute, ich hoffe, das Good Club hat jetzt noch auf, deswegen. Ja, es ist noch auf, die Waffe steht noch da. Gut, wieder. Also wieder. Ich habe die erst getötet vorher. Ja, Leute, also wie gesagt, ich erzähl kurz in Schnelldurchlauf, sondern verstecke ich mich jetzt hier. So. Also Leute, Schnelldurchlauf. Also Leute, ich habe das Haus bekommen, weil ich in Story, Leute, manche, die auch vielleicht in Story-Modus fährt. Warte, jetzt gehe ich mal schnell hinter die Kamera wegen, dann will ich gucken, die jetzt auf wieder auf. Abbricht. So, Leute, ich bin mal kurz hinter der Kamera. Also, Leute, ihr hört mich aber trotzdem. Also, Leute, ich habe die Lux-Spieler bekommen. Ich habe sie natürlich nicht gekauft, Leute, wegen, wenn man jetzt hier mal sieht. Vielleicht ist das jetzt auch schon ein Video drinne. Aber ich habe das so jetzt kurz angeguckt, dass einfach gerade geshoppt hat. Hier, vielleicht habe ich das auch schon gezeigt, aber ich zeige das dann einfach nochmal. Oder ich habe es nicht gezeigt, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich zeige es gerade hier nochmal. Also hier, ne? Drückt man hier drauf. Dann sieht man hier schon Luxusvillen in den Hintergrund, so Bilder. Dann drücke ich eigentlich hier drauf, da müssten Luxusvillen kommen, die teuer, also da so 30 steht. Aber dann steht da, diese Website ist zu Zeiten leider nicht erreichbar. Bitte versuchen Sie es nachher. Also hier könnt ihr kurz durchlesen, also so ein Dreh steht das da, ne? Ja, Leute. Und dann, ja, hier habe ich dann auch geguckt, Finanze. Ja, da steht, ich habe keinen, ja, Code, also kein Benutzername dafür. Ja, da habe ich mir so überlegt, hä? Und dann hat mir der liebe Nick erzählt, deswegen ist es ja auch mein Freund. Also wir haben uns bei Fortnite kennengelernt, aber auch egal. Die Geschichte erzähle ich euch mal, keine Ahnung, beim fünften Part oder so oder morgen oder so. Wenn ich Teil 2 mache oder so, erkläre ich die mal. Also Leute, hat der liebe Nick mir dann erzählt, dass, man dann einfach so Story-Modus machen kann. Also hier beispielsweise sowas. Also habe ich, glaube ich, schon ein Video gezeigt, sowas, Leute. Hier sowas, also so L, sieht das L da, oder hier Totenkopf, oder hier sowas, hier das B oder so, oder das Fragezeichen, dann konnte ich das eigentlich markieren und dann dahin fahren, dann warten uns Missionen und so. Aber Leute, das mache ich natürlich jetzt nicht. Nächste, vielleicht Teil 2 mache ich das mal mit euch, 2 oder 3 Missionen. Ja, Leute, und so halt habe ich halt, und dann habe ich immer weiter Missionen gemacht, immer weiter den Story-Modus rausgebracht. Und dann irgendwann habe ich auch den Raketenwerfer bekommen, die ganze Pump. Dann konnte ich die ganze Sniper und so, konnte ich mich ausrüsten und so. Ja, und dann habe ich irgendwann die Lux-Villa gekriegt. Dann hat der liebe Lester mir gesagt, dass ich eine Lux-Villa kriege, also im GTA 5 Spiel, da der Lester, der Computermann da, ja, hat mir das dann gesagt. Ja, Leute, und jetzt machen wir jetzt den. Ich hoffe, jetzt nimmt das auf. Und jetzt bin ich nicht mehr hinter die Kamera. So, Leute, ich nehme jetzt ganz schnell meine Waffe und dann schieße ihn. Zack, ja, er wollte gerade die Waffe nehmen und schießt, Junge, da schieße ich den voll im Bauch, Alter. So, jetzt gibt man hier das Ganze. Meine Waffe ist einfach gerade weggespawnt. Ja, moin, die Bullen jetzt kommen. Ne, die Bullen kommt doch nicht. Hallo, jetzt! Wir wollen das ganze Geld! Los, jetzt geht's weiter! Du willst das Geld machen aus der Kasse! So, 98 Dollar verdient die hier nur. Ey, da schießen mich ein paar kaputt. So, was gibt's, hä? Lauft alle lieber raus, sonst wird die gleich noch hier. Ach nein, da kommt. So, war doch gar nicht so schwer, ne? Nächstes Mal machen wir es vor. Bam, voll im Kopf, Junge. Nächstes Mal machst du es voll. Okay, Leute, jetzt muss ich abhauen. Mein Wagen. Leute, ich hoffe, der ist jetzt drauf. Hat's aufgenommen? Ja, Leute, dies hat's aufgenommen. Perfekt. Leute, das habe ich auch eben gerade so gemacht, so im Dreh. Leute, und dann hat es einfach nicht aufgenommen. Dann bin ich hier eigentlich hingefahren, so. Und hier habe ich schon mein Auto gespawnt. Dann habe ich aber gesagt, hat keinen Zweck. Die wollen wir nämlich eh mit 3 Sternen, wegen dann noch 3 Sterne schägen. Deswegen. Ja, Leute, jetzt werden wir so lang kämpfen. Ja, bis wir gestorben sind. Dann werden wir zu meinem Haus fahren. Dann ist das Video schon beendet. Ja. Ah, jetzt habe ich auch wieder 3 Sterne, Leute. Leute, ich grüße ganz herzlich den lieben Tim, die liebe Angelique. Der Oha.
Oha, das sind auch Polizisten. Wusste ich gar nicht. Oha. Ja, Leute, ich bin irgendwie gestorben. Ich wusste halt nicht, wenn da auch noch Polizisten kommen in der Straße. Ich hoffe, es hat jetzt aufgenommen alles. Ja, es hat aufgenommen. Diesmal hat es aufgenommen. Ja. Perfekt. Hier wieder hinter der Kamera kurz. Leute, ich hoffe, ihr habt das ja, wegen ich habe ja immer auf die Kamera geguckt. Leute, ich hoffe, ihr habt jetzt alles gesehen. Bis jetzt. So, Leute. Ja, eben hat es halt gestoppt wieder, aber wie gesagt, Leute. Nur ich fand das, also ich kann das ja eigentlich zusammenschneiden, fände ich, das ist jetzt nicht so schlimm, dass immer gestoppt. Aber das ist ja halt, das stoppt halt immer und manchmal merke ich es halt nicht. Und dann, Leute, das finde ich scheiße halt, ne? 9, 9, 2, 6, 6, 3, 8, glaube ich, war der. Ja, Leute, ich habe gerade, ich habe gerade gedacht, hey, ich habe gerade den Code nicht mehr gewusst. 6 Minuten. Ja, ich weiß, bei mir steht jetzt wieder 6 Minuten, Leute. Die Aufnahme hat gerade wieder gestoppt. Also bei mir steht jetzt 6 Minuten, weil ich ja gerade wieder die Aufnahme gestoppt habe. Und jetzt steht wieder bei mir 8 Sekunden, 9 Sekunden. Ja, Leute. Nachher alles zusammenscheinen, das wird fies, weil ich will erstmal gucken muss, was das ganze Video sind. Dort schneide ich nachher irgendeinen Quatsch zu haben, dass die Grüße nicht drauf und so, weißt du. Ja, Leute. Oh, ich muss gerade gehen. Ja, Leute. Ich fahre jetzt noch kurz nach Hause. Dann gehe ich wieder nicht hinter der Kamera. Ich höre das ja hoffentlich jetzt. So, jetzt fahre ich nach Hause zu meinem Hund und so. Ah, Nacken verstaunt, Leute. Hab ich schon heute den ganzen Tag den Nacken verstanden. Aber Leute, ich komme nicht vom Zocken. Ich zocke halt natürlich nicht den ganzen Tag. Ich habe so meine geringe Zeit, wann ich immer zocke und so. Ja, Leute, ein bisschen. Ja, gut. Also sag das nochmal, die Leute haben es gerade nicht gehört. Genau jetzt sag das nochmal. Wir zocken schon 1 Uhr. Ja, Leute, wir zocken schon. Boah, ich will das noch nicht mehr. Ich zocke natürlich den ganzen Tag. Ja, gut, Leute, ich zock halt. Ja. Ja, Leute, das war heute echt eine Ausnahme. Sagen wir mal so. Dick, ohne Scheiß jetzt. Das war wirklich. Ja, ohne Scheiß jetzt, das war wirklich eine Ausnahme. Ja, um 10 Uhr, ja, das ist ja was anderes, nicht ich jeden Tag um 10 Uhr anschreibe, wenn du online kommst. Ja, gut, das ist halt was anderes, ne? Das ist halt das komplett anderes. Ja, Leute, eigentlich, ne, und ich weiß, jeden Tag ist es nicht, also es ist schon ganz schön oft, aber jeden Tag nicht natürlich nicht, Leute. Und ich hab, ich hab falsch gelegen halt. Und halt falsch, ich hab halt falsch gelegen auf meinem Nacken, hab ich halt falsch, im Bett gedreht, deswegen, Leute. Das hat nichts mit Zocken zu tun, Leute. Glaubt mir, bitte. Hoch, Leute. Dann ist das Video schon beendet. Ich guck mal kurz, dass es noch aufnimmt. Ja, es nimmt doch auf, perfekt. So, Leute, ich wurde gerade unterbrochen, also Leute, nein, nicht von dir, Nick, sondern von das Video, weil es einfach wieder gerade geschafft hat. Ich grüße den lieben Tim Philipson, du wurdest gegrüßt, also lieben MC Sula D. Ich grüße die liebe Angelique. Und dann grüße ich noch den lieben Dennis von mir ganz herzlich. Auch von Tim ganz herzlich und von Angelique ganz herzlich. Dann grüße ich noch den lieben Dennis, obwohl er gerade mein Video dabei ist. Dennis, ja, hab ich schon. Den lieben Nick, obwohl er gerade mein Video dabei ist. Grüße ich den lieben Nick noch. Und ich grüße auch noch. Ich grüße einfach meine ganze Klasse. Ich grüße Cleodina, ich grüße einfach allen. Ja. Die ganze Klasse grüße ich den lieben Herr. Ich wollte auch noch mal gerade meinen Lehrer den Namen sagen. Nee, das ist mir lieber. Ich grüße auch noch meinen Lehrer. Also ich dachte gerade nicht den Namen. Au, dann mach das bitte nochmal, man hat es gerade nicht richtig gehört. Kannst du gerade das nochmal Ohrenkrebs machen, dieses Geräusch? Das hat er gerade gemacht, Leute. So, okay, jetzt haben es die Leute auch gehört. Okay, Leute, dann würde ich sagen, das war das Video. Franklin legt sich jetzt schlafen. Franklin, willst du noch irgendwas zu die Leute sagen? Danke, Leute, die ihr zugeguckt habt. Nächstes Mal, Leute, gibt's wieder was Neues von GTA 5 Teil 2, ne? Ciao, ich leg mich jetzt schlafen. So, das war von Franklin, die sage. Ja, Leute, Franklin legt sich jetzt schlafen. Leute, genau. Wenn Franklin wieder aufwacht, seid ihr wieder am Start zu einem neuen Video. Wenn Franklin gleich, also irgendwann
morgen oder so aufwacht, dann, Leute, läuft das Video wieder, dann seht ihr wieder was Neues. Eine neue Episode, Leute, von mir. Guckt auf meinen YouTube-Kanal vorbei, Marcel M.Vogel. Ja, Leute, also Marcel M.Vogel. Guckt vorbei auf meinen YouTube-Kanal, abonniert mich. Macht die Glocke an, ihr kein Video mehr von mir verpasst. Und ja, Leute, ja, auf jeden Fall, bis, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, wie euch das gefallen hat. Mir hat's, Leute, heute wieder mit Nick, mit euch, Leute, wieder heute sehr, sehr mega gut gefallen. Ja, ich hoffe, nächstes Mal mit Nick, wenn Nick Zeit hat, mit euch, Leute, wird das wieder so ein schönes Video. Und ja, Leute, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich würde sagen, ich bin raus, euer Marcel. Ja. Tschüss. Ja, Leute, das war von Nick die Ansage. Oh Mann, es ging wieder ganz viel zu viel. Oh, zum Glück ist das Video jetzt beendet. Nein, Spaß, Leute. Also, ja, Nick hat sich schon verabschiedet. Also, Leute, ja, mit euch hat mir das heute wieder ganz gut gefallen. Ich hoffe, Nick hat es auch gefallen. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus, euer Marcel. Ja. Nick hat auch gerade Tschüss gesagt. Okay, ich bin raus. Euer Marcel, euer Nick. Ja. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.